So, und da bin ich wieder zurück. Hallo erstmal und ja. Wir haben jetzt hier den Kampf gegen Oberon vor uns und ja. Das ist das einzige Scherbennest ist. Hole ich mir jetzt einfach mal hier meine 25 und ich glaube da hoch ging's. Ihr müsst Oberon angreifen, Meister! Ah, da hoch ging's zu den Trollen, genau. Da war die Schädelhöhle. Komm schon, tut endlich etwas. Aber doch nicht. Er wird sich nicht von selbst bewegen. Brauchst du bestimmt nicht alle. Also egal, ich gehe jetzt erstmal zur Oberon. Also, was soll's. Vor allem dir noch 100-mal dieselben Monologe quatschen. Oh Mann. Dass sie sich dabei auch so einig sind, das ist, ja, einfach nur fürchterlich. Okay, also. Die Spuren des Todes sind noch zu spüren. Ja, ist sie hier. Ängstigen ja, uns. Ist ja gut. Elfen sind so. Die Zeit verrinnt. Ihr müsst Oberon gegenübertreten. So, kommt hier. Kümmern wir uns mal komm um schon, die. Tut endlich etwas. Er wird sich nicht von selbst bewegen. Ja, ich mach gerade gar nichts. Genau. Ah. Also, ich sehe schon, viel erklären brauche ich hier nicht. Also, ja. Ich sehe nur eins. Ich hab hier viel zu kämpfen. Und ich gehe vorne mal. So. Ne, die gehen mir jetzt auf die Nerven. Ich mache jetzt eins. So, ihr könnt mich mal. Ihr alle. Ihr dazwischen. Komm schon, tut endlich etwas. Genau. Er wird sich nicht von selbst bewegen. Auch du kannst mich jetzt mal. Ich gehe jetzt zurück nach Hause. So, tschüss. Gibt dir noch 50 Folgen. Ich im Turm. In meiner Goldkammer, so. Ja, das habt ihr jetzt davon. Könnt mich alle mal genau und ihr noch. So. Willkommen! Also, hier, Leertaste und wieder zurück zum Dunkelwald. So, also. Habe ich es natürlich nur gemacht, weil ich noch mein Leben aufheilen wollte und auch mein. Die Zeit verrinnt. Ihr müsst Oberon gegenübertreten. Und auch mein Mana wieder aufheilen wollte, genau. Komm schon, tut endlich etwas. Er wird sich nicht von selbst bewegen. Ich nehme jetzt jedenfalls hier 15 von denen. 5 von denen, weil man sie immer irgendwie gebrauchen kann. Und ja, von denen. Ja. Keine Ahnung, ich muss ehrlich sagen, mit dem Blauen komme ich so. Kann ich sagen, ich komme so gar nicht mit denen irgendwie zurecht? Ja, irgendwie schon. Lass den Elf nicht wieder einschlafen. Ist ja gut. Mann, ihr seid Stresser. So. Hier kurz mal die alle kümmern. Tut endlich etwas. Er wird sich nicht von selbst bewegen. Dum, dum, dum. So. Wow. Wo kommen die Trolle her? Das muss Die Zeit verrinnt. Ihr müsst Oberon gegenübertreten. Nee. Ich kämpfe jetzt nicht vor noch gegen die Trolle. Dann kann ich direkt wieder zum Turm zurück. Blöden. Komm schon, tut endlich etwas. Er wird sich nicht von selbst bewegen. Blöden Trolle immer. Bah. Wie ich die langsam gefressen habe, das ist. Ah, ja. Okay, nee. Also, die Trolle, die müssen nicht sein. Wir laufen jetzt einfach in die Richtung. Genau. So. Können wir uns noch die kleinen Scheiße hier. Okay. Das war's jetzt ziemlich mit meinen roten Scherben. Und irgendwie auch mit den. Auch mit den grünen langsam. So, zack, zack. Und zack, komm zack, schon, zack. Tut endlich etwas. Er wird sich nicht von selbst so, bewegen. Problem gelöst. Okay, also, da ist Oberon. Einmal verließ ich mein Volk und meinen Wald,
Und ich wurde dafür bestraft. Ich tue das nicht noch einmal. Ist nur die Frage, was denn machen? Ja, genau. Ich schätze jetzt einfach ihn drauf. Bohren sich in mein Gehirn. Ich kann nichts dagegen tun. Sie kommen. Sie kommen. Oh nee. Nicht die blöden Frösche. Ich hasse sie. So. Oh, sauber. Und auf den Grab so. Du. Also muss sagen, bisher ist er ja eigentlich mehr als easy. Oh nee. Da werden sowas von noch Trolle kommen. Das ist aber sowas von klar. Aua. Eidos starten wie du. So. Böses Pony. So. Das war's mit dem letzten Einhorn. Und drauf. So. Drauf. Kümmert euch um ihn. Ja. Und genau jetzt kommt das, was ich gemeint habe. Jetzt kommt die Trolle. Und jetzt wird's lustig. Okay. Den machen wir down. So, den haben wir down. Komm her. Hallo. Ja, super. Danke, Steuerung. Vielen Dank, Steuerung, sag ich dazu nur. So. Nein, nicht den da. Auf den Troll. Sauber. Geht doch. Und drauf. So. Und zweiter Trollblatt. Geht doch. Okay, und jetzt hier auf den drauf. So, und. Okay. Ja. Zögen, wenn ich ein bisschen ruhiger bin, aber. Ja. Das ist hier gerade mal, sag ich, so wichtige Action gerade für mich. Okay, so, aber der ist auch gleich da. Aber selbst mit den Trollen, also so drauf, auf Oberon drauf. Okay, ja. Ist er down? Was los der ist? Ja. Genug. Beendet es. Befreit mich von dieser Qual. Schildzauber. Bringen wir den mal zurück. Ja. Oh Mann. Ich sag einfach nur noch, oh Mann.
Okay. Der Sumpf war also gerade um die Ecke. Der Schockschild funktioniert wie der normale Schild, Lord. Nur, dass er ein wenig aufgeladen ist. Ja. Erlähmt eure Gegner, sodass ihr Zeit habt, auf sie einzuprügeln. Ja, genau. Okay. Wie dem auch sei. Ab hier rein. Gar nicht lange rumzögern. So, du. Ich glaube, wir sind wieder bei Himmelsspitze, oder? Das sieht mir jetzt aber ganz schwer aus. Das sind die Ausläufer der goldenen Berge, der Heimat der Zwerge. Hier sind wir jetzt also. Okay. Wie wütende Bärte auf Beinen. Wütende, biergetränkte Bärte auf Beinen. Allerdings gehe ich davor dann schon mal zur Himmelsspitze wieder rüber, denn dann, ja, sollten wir das doch mal als nächstes machen. Denn das hat mir schließlich auch davor angefangen. Finde ich nur fair. Okay, Willkommen! Ja, danke, willkommen auch. Okay, ich glaube, wir haben ja ein paar Sachen schon Fürst ganz schön... über die Feuchten! Ganz schön übersehen, naja. Böser Aufwecker! Schänder des heiligen Grabes! Ja. Ist ja gut. Mach mal. Gebieter der Unsichtbaren! Jetzt reicht mir. Mach mal Platz. Geht doch. Ja. Also. Ja. Auf. Retter des Freund. Auf nach Himmelsspitze. So. Da haben wir jetzt noch. Gelangt durch die Kanalisation nach Himmelsspitze und findet den Ausgangspunkt der Seuche in Himmelsspitze. Okay, ja. Klingt beides soweit gut. Also, sage ich nur, starten. Okay, ja. Alles klar. So, dann, Dann habe ich mich wohl verklickt. Ja, das musste sein. So, okay. Willkommen! Und ja. Himmelsspitze. So. Und los. Du. So, das sieht schon besser aus. Okay, grüne Schergen haben wir einen ganz großen. Ja doch, wir haben insgesamt sogar einen recht guten Bonus gemacht. Also, ja, kann man schon sagen. Und das obwohl, ja. Obwohl jetzt dachte ich, obwohl wir es wieder verloren haben. Okay, grüne. Das heißt, wir haben jetzt grüne 6. Will ich nicht so viele. Ich will noch die blaue. Ja. Davon wieder 5 zurück. Und. Ey. 5 rote. So. Genau. So. Passt. Okay. Ich fühle mich elend. Alles tut mir weh. Die Ritter sind wirklich furchterregend. Sie sind zu still. Ah, genau, da haben wir. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Und jetzt sehe ich auch, dass wir völlig die falschen Schergen gewählt haben. Okay, in dem Fall nochmal alles retour. Alles retour. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Da drin oder hier draußen zu sein. Oh Mann, die sind ja auch mal am Rumheulen. Überall, wo man ankommt. Rumgeheule über Rumgeheule. Ja. Also. Einfach wieder alle. Ich brauche jetzt gar keine mitnehmen. So, zack, hier wieder zurück. Hier wieder zurück. Und hier wieder zurück. Hallo? Wieso kommen da wieder welche? Das
verrückt mit euch? Irgendwie. Hä? Also, wieso kommen da immer welche raus? So, jetzt wieder rein. Geht doch. Oh. Kommt man sich echt im Spiel verarscht vor, wenn man Stärken reinwirft und wieder welche rauskommen. So, hier rein. Und hier brauche ich nochmal 5. So, passt. Oh Mann. Die Steuerung, die ist. Ja. Also manchmal denke ich mir, oh cool, okay, jetzt klappt das alles, jetzt ist alles super. Und dann teilweise wieder, oh nee. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, da drin oder hier draußen zu sein. Also irgendwann... Wenn ich es sage, er ging in diese Schenke, seither habe ich ihn nicht mehr gesehen. Oh Mann, irgendwann geht um das Gelaber. Das ist wirklich furchterregend. Doch. Sie sind zu still. Ja, bisschen auf die Nerven. So, also hier, wegschieben. Und dann schieben wir das mal beiseite. So. Na also, passt doch. Genau, und da hätten nämlich andere Schergentypen es so gar keinen Sinn gemacht, wenn wir hier das Wasser müssen. Ja. Und jetzt können wir hier nämlich auch weiter. So, und ab durch die Kanalisation. Oh Mann. Die sind tot. So richtig tot. Die werden nicht wieder aufstehen und durch die Gegend torkeln. Das ist eine klare Sache, Herr. Ich hab's mir... So. So, danke. Also, ich hab's mir nicht so ausgesucht. Das Spiel hat es sich ausgesucht. Also, ja. Die hier keine Vorwürfe machen, wenn es ein bisschen müffeln könnte. So. Okay. Die stehen aber. Sehen quick lebendig aus. Man könnte fast sagen, sie sind nie lebendiger gewesen. Ja, und so. Hallo? Verarsche. Okay. Ich schon jetzt mal welche raus, so. Und tu mir wieder einen Schutzwall bauen. Das hat das letzte Mal ganz gut funktioniert. Dann noch. Genau. Den da. Und dann einmal hier. Zack. So, ich meine, das kann ich ganz schön. So, dann lässt man ich hier schön drauf. Irgendwie kommt ich, glaube ich, mit dem Wiederbeleben nicht hinterher. Ist so ein. Den Verdacht, den ich hab. Okay. Ja. So. Und der ist auch tot. Bam. Okay. Da drauf. Und bitte nach vorne, Sir. Die haben mich doch ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Aber ein paar sollten jetzt eigentlich einen nicht klein kriegen. Aber wenn ich mir bedenke, dass die mir jetzt abgezogen haben und ja, das mit der neueren Waffe, da bin ich froh, dass ich mir die Scherben und das Gold geleistet habe, um hier ja, das Schwert zu nehmen. So. Okay. Sauber. Okay, jetzt haben wir wieder ausgeschaltet. Hallo.
Ja. Danke zum einen und zum anderen. Stellt euch mal hin und haltet die mir zum Hals. So. Ich muss sagen, als Kanonenfutter sind die mehr als tauglich. So. Okay. Cool. Da nehme ich jetzt wieder. So. Problem gelöst. Oh nö. Nicht diese blöden Vögel. Nicht diese blöden Vögel. So. Bam. Okay, dann haben wir das erledigt. Und noch ein Zombie. Noch mehr Zombies. Hier, komm. Stellt euch den mal ganz konkret in den Weg. So. Sollte auch irgendwann mal einen Trank finden, glaube ich, Leute. Sonst war es das hier so langsam. So. Hey. So, kein Zombie-Maniac. Aber, was auf jeden Fall war, ist jetzt von meiner Seite aus an dieser Stelle. Ich hoffe, das Let's Play hat euch alles soweit gefallen. Und ja, Grüße aus der Gruft. Euer Zero Necro.